Abend, liebe Zuschauer. Ein bisschen sieht es danach aus, als seien wir noch unvorbereitet auf die Sendung und hätten alles noch mit Tüchern zugehängt. Ein bisschen sieht es danach aus, als wollten wir gar ein Denkmal enthüllen. Aber ganz so feierlich wollen wir es natürlich nicht werden lassen, wenngleich natürlich hier runter sich schon das bestgehütete Geheimnis der Branche befindet. Ich spreche die Motorsportbranche an und für Sie könnte es in der Tat ein denkwürdiger Tag werden, denn ich will es lüften, das Geheimnis vom neuesten Formel-1-Renner in der deutschen Motorsportszene. Ja, morgen werden wir übrigens in der Sportreportage ausführlich über diesen Weltmeisterschaftslauf berichten. Erich Zajkowski und der neue Formel 1, das ist also ganz sicherlich in der Motorsportbranche das Thema der nächsten Tage. Herr Zajkowski, wie kommt man auf die fast aberwitzige Idee, sich im Formel 1-Geschäft dann endgültig zu verpflichten mit einem solchen Gerät, was Hunderttausende kostet, viel, viel Schweiß, Mühen und dergleichen mehr? Was war für Sie der Anlass, der Entschluss? Ja, so aberwitzig ist es nicht, denn ich beschäftige mich schon mit Motorsport seit 68 und unser Team mehr mit der Turbotechnologie seit 78 und um den Motor herum. Und wir haben unsere Autos selbst gebaut, bis zur Fertigstellung, bis zum Rennen, sozusagen in einer Hand. Und dann liegt es nahe, dass man nach den vielen Jahren oder Erfahrung, genau wie im Fußball, Bundesliga oder wenn man meint, man kann es, dass man die höchste Motorsportkategorie angeht. Und hinzu kommt, dass jetzt ja nun die Turbos nur gefragt sind. Und vor allen Dingen die Regeln sehr stabil in der Formel 1 ist. Und so war das für uns eine Aufgabe und eine technische Herausforderung, im kleinen Team das mal zu vollziehen. Ja. Also ich muss natürlich für unsere Zuschauer hinzufügen, mit aller Bescheidenheit haben Sie das natürlich unterschlagen, dass Sie nicht nur irgendwer sind seit 1968 in der Motorsportbranche, sondern dass Sie größte Erfolge im Tourenwagenbereich herausgefahren haben. Welches sind aus Ihrer Sicht die größten Erfolge, die Sie erzielt haben? Gut, wir haben 1974 mit einem Auto einmal die deutsche Rennsportmeisterschaft gewonnen mit Dieter Glemser und mit diesem selben Fahrzeug sozusagen die Europa-Tourenwagenmeisterschaft. Der Marke und der Fahrer, der Hans Heyer, gegen, man kann damals sagen, das waren die Wags BMWs und noch zum Teil die Wags Capri, das war der größte Erfolg. Und die nächsten waren die Langstrecken in Kyalami, da sind wir dreimal angetreten mit einem Solid-Auto, haben zweimal einen Gesamtsieg gemacht gegen stärkste Konkurrenz, einmal sogar einen Doppelsieg innerhalb 16 Sekunden nach 1000 Kilometer und einmal die Division und zweiten im Gesamt. Das waren so die herausragenden Ergebnisse. Und das Entscheidende dabei ist ja nun, dass tatsächlich in Ihrer Werkstatt von Anfang an alles entsteht. Auch dieser Rennwagen, man sollte das eigentlich gar nicht für möglich halten, denn der Weg, den normalerweise Formel-1-Rennställe gehen, ist ja ein ganz anderer. Die suchen sich zunächst mal einen Sponsor, vielleicht noch aus dem Arabischen, und sagen sich, dann kaufe ich mir für viel, viel Geld bei BMW oder Porsche einen Turbomotor und das Ganze drumherum werde ich dann sonst wie finanzieren und dann fange ich an. Das sind oftmals Leute, die vom Motor selbst oder von der Sache selbst gar nicht so sehr viel verstehen. Sie haben das von der ersten Schraube über den Entwurf bis zum Motor, der also so unglaublich leistungsfähig ist, alles selber gemacht. Wir wollen uns das zunächst einmal anschauen. Haben Sie das Gefühl gespürt, stolz zu sein auf dieses Auto, Herr Zajkowski? Oh Gott, ich war erstmalig, wo ich in dem eigenen Formel 1 gesessen habe, ist es schon. Und ich möchte mich hier bedanken bei meiner Mannschaft, die dazu beigetragen hat. Ein Einzelner zählt da nicht viel. Nicht. Darf ich auch mal Probe sitzen? Ja, bitte. Ich hoffe, dass Sie rankommen. Also Sie sind der erste Fahrer eigentlich. Ich weiß nicht, ob sich damit das Fahrerproblem dann... Das Fahrerproblem, das haben Sie noch. Nein. Ich glaube, ich muss vorher das Lenkrad, das ist, glaube ich, das kann man, Sie machen es ja, glaube ich, so. Sicherlich so. Richtig. Bevor ich zum ersten Mal die Lenksäule verbiege oder sonst was. Also. Auch an Gott, ne? Ist ja jetzt Gott, Licht, das kostet August, das Geld, man genau. Ja. Machen wir das Spanisch, die legen es auch mal über die Schulter. So. So. Nun könnte ich losfahren. Mhm. Könnten Sie losfahren, ja. Naja, jetzt muss ich erst da unten mit den Pedalen. Das ist ein bisschen schwierig da, ein bisschen eng. Ich glaube, haben Sie ja richtigen Schuhe nicht dafür. Und keine Automatik. Aber ich glaube, das Gas ist ganz rechts und die Bremse daneben und links die Kupplung nicht. Wie immer. Und die Elektronik ist auch schon an.
wie Sie sehen. Was sind diese roten Lämpchen hier? Was ist das? Wenn dieses Lämpchen angeht, das ist so gestaltet, dass der Fahrer während der Fahrt überhaupt nichts zu beachten hat, sondern eine Zentralkontrolle. Wir haben 7 Messstellen und er ist gespeichert über eine rote Lampe. Und wenn er diese rote Lampe sieht, wie Sie sie jetzt sehen, dann ist irgendwas und dann guckt er, aha, hier ist ein Lämpchen an, das ist die Wassertemperatur. Dann zeigt die angenommene, was über 100 Grad ist, die kann man vorher programmieren und speichern. Und dann kann er das beobachten, dieses weißes aus. Und wenn er mit 110 hat, dann sagt er, naja, mit 110 kann ich weiterfahren, ist es 150, dann weiß er, dass er ein Problem hat. Genauso ist das mit Öltemperatur und Abgastemperatur. Und ich dachte schon, ich hätte die Handbremse nicht gelöst. Nein, nein, also Handbremse hat er nicht. Hat er nicht. Geht nur nach vorne. Und gebremst wird er so wenig wie möglich. Gell? Ja, das ist meistens so. Sonst kommt man in der Formel 1 nicht sehr weit, wenn man nur bremst. Oder? Das ist richtig. Wird es eines Tages in Formel 1 geben, dass es überhaupt kein Bremspedal mehr gibt? Das weiß ich nicht. Das glaube ich nicht. Also nee. Bremsen schon. Und hier ist links ist für den Ladedruck einzustellen. Dann können Sie dementsprechend die PS nach oben oder wieder herunternehmen, nicht? Es ist doch tatsächlich so, dass also nicht unbedingt immer mit der Fußbremse gebremst wird, sondern über den Motor natürlich, wenn es also in die Kurven geht. Ich habe mir das mal erklären lassen, dass also häufig natürlich auch durch den Drift die Möglichkeit besteht, um die Kurven zu fahren, ohne dass man die Geschwindigkeit reduziert und ohne dass man große Lenkbewegungen hat. Naja, durch den Motor ist es weniger, weil der Turbo ist niedrig verdichtet und der bremst nicht viel. Aha. Also wir müssen schon bessere Bremsen haben, das war früher beim Saugmotor. Mhm. Und man soll ja möglichst nicht driften, nicht? Und dafür haben nicht wir driften. Nicht driften. Sie haben sehr viel Abtrieb. Aha. Das würde die Reifen vorher schon eliminieren. Das sieht man ja immer, wenn einer sehr schnell fährt. Und in der letzten Zeit hat er bekäme mehr Reifenprobleme als Niki Lauda, nicht? Und die sind sehr extrem weich und das muss alles abgestimmt werden. Also wenn ich überlege, wie eng das ist, habe ich ein gewisses Verständnis dafür, dass man sich die Arbeit an einem solchen Arbeitsplatz gut bezahlen lässt. Aber vielleicht eines noch, Herr Zerkowski. Ich meine, das ist ja ein Dschungel förmlich, in den Sie sich da hineinbegeben. Wenn ich überlege, wie viele Verfahren da laufen, Sportgerichtsverfahren, dann auch vor den ordentlichen Gerichten, darüber hinaus Reifenkrieg, weil Sie gerade von Reifen sprachen. Meinen Sie denn, Sie kriegen gute, die besten Reifen, die Sie brauchen, um ganz vorne mit dabei zu sein? Ja gut, ich habe immer einen Partner gehabt, die Firma Goodyear, und ich bin sicher, dass die auch mich bedienen, beziehungsweise dass sie auch wieder aufholen, und der Formel 1 wird natürlich einen Reifenkrieg schon gehalten. Mhm. Das wechselt, einmal sind die vorne, einmal sind die vorne, also das sehe ich schon. Ja. Aber nur um darauf zurückzukommen, weil die meinten, ein Dschungelkrieg, man muss dazu vielleicht sagen, man muss ein bisschen weiter ausholen. Wir sind sehr optimistisch und realistisch. Wir haben, bevor wir auf das angingen, haben wir ein Windkanalmodell gebaut, 1:5. Mhm. Wie Sie gesehen haben, sind wir nach Aachen zur FH mit Professor Kramer, Gerhard, seine Studenten, mit denen wir sehr viel Erfahrung haben auf diesem Gebiet. Dann haben wir dieses Modell. Herr Zerkowski, ich muss, weil wir fürchterlich mit der Zeit jetzt im Druck ran. Eine wichtige Frage muss ich Ihnen noch stellen. Ja, bitte. Wer wird denn das fahren? Und das ist noch nicht gelöst. Sie wissen, dass während der Saison jetzt alle Fahrer unter Verträge sind. Ja. Und gut, für mich ist Sie es auch wichtig, erstmal ein Auto vorzustellen. Das kann beeinflusst werden durch den Sponsor. Ist es eine europäische Sache, ist es eine rein deutsche Sache oder ist es eine Weltsache, sodass das nachher eventuell, wenn die Saison rum ist, entschieden wird, welcher Fahrer frei ist, welcher das fährt. Also finanzieren können Sie eine Rennsaison auch nicht alleine? Nein, das Auto vielleicht bezahlen? Das ist auch nicht gedacht. Man muss dazu sagen, da steht eine Interessengruppe dahinter, die sich mit zu mir geschlagen hat, die auch mit interessiert waren, dass ein deutscher Formel 1 gebaut wird. Und ich bin sicher, dass wir damit auch eine Unterstützung. Ist ja auch nicht so abwegig im Land der Autofahrer hier in Deutschland einen Formel-1-Rennstall zu haben. Ob es unbedingt immer zeitgemäß ist, will ich mal dahingestellt sein lassen. Diese Autos sind ganz sicherlich ihrer Zeit voraus. Aber inwieweit sie Auswirkungen auf die Produktion des Konsumautos haben, das will ich mal dahingestellt sein lassen. Wenngleich natürlich hier die ersten Versuche gemacht werden, die ersten Schritte gegangen werden mit ganz neuen Materialien, ganz neuen Techniken. Erich Zerkowski, erstmal herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen den besten, den größten Erfolg, den Sie sich überhaupt nicht denken können, für die nächste Saison. Vielen Dank. Gar nicht so einfach, ich bleib besser mal so stehen. Also wir machen ganz schnell weiter mit der Europameisterschaft im Halbschwergewicht zwischen dem Holländer Alex Blanchard, der ist Titelverteidiger, und Manfred Jastmann aus Korbach aus der Dortmunder Westfalenhalle meldet sich mein Kollege Hanne Chemnitz.